Und als erstes bitten wir natürlich den Hausherrn, den Oliver Meyer, hier auf die Bühne und er wird die Leidenschaft Oldtimer uns ein bisschen näher bringen. Bitte schön, Herr Meyer. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass ihr so zahlreich alle gekommen seid. Ich erzähle mal kurz die Geschichte vom Classic Oldtimer Hotel. Das war meine Idee, einfach die Oldtimer zusammenzufassen und außen rüber Lokale, ein Hotel, eine Bäckerei, wir haben das Vapiano. Die Oldtimer sind die Zentrale hier und außen rüber bewegt sich was, damit es irgendwann bewegen. Ich hätte auch ein Autohaus machen können oder ein Museum, aber das ist dann ohne Leben. Und Sie sehen, die sitzen jetzt beim Vapiano, schauen uns zu. Beim Kaffee in der Früh, also am Sonntag, stehen die bis zur Straße raus. Wir bauen ja um, bei uns ist es eine lebende Ausstellung. Das ist also auch kein Museum, sondern eine Verkaufsausstellung. Und das ist eigentlich ganz gut gelungen. Wir haben ein Hotel mit 133 Zimmer. Da oben, wenn ihr nachher, sehen Sie nachher vom Frühstückszimmer, kann man auf die Ferraris schauen, von der Bar. Also es ist alles gelungen im Gesamten. Und in die Zimmer, von den Hotelzimmern sind lauter Bilder, die habe ich alle selber gemacht, von meinen Oldtimer, von meinen Rennen. Und da ist irgendwo eine Verknüpfung da und es ist also wirklich für Oldtimer-Freunde, soll das ein Mekka sein. Ja, jetzt erzähle ich euch was zu die Fahrzeuge. Ja, das Thema heute Anlage, wo wir ja nachher noch durch die Referenten im Detail kommen. Ich möchte, bei uns ist es halt so, dass ich bin nicht spezialisiert, ich mache nur Autos, nur Motorräder, nur ganz alte Autos, sondern mir gibt es einen Querschnitt. Und es gibt die Vorkriegsautos, die Nachkriegsautos, Motorräder und ich möchte Sie mal ein bisschen einen Einblick geben. Bei uns, Sie können mich natürlich auch im Detail nachher fragen, was macht man am besten. Mit dem habe ich natürlich links jetzt den König der Autos. Für mich, der Anlageautos, der Rennautos, ist der Ferrari E40. Der 1990 ist er rausgekommen, hat damals gekostet 444.000 Mark. Und dann ist er bis auf 2,2 Millionen gestiegen. Das war der hat das alles gemacht, warum Sie heute alle über Oldtimer sprechen. Da ist damals der 300S Flügeltürer, den auch jeder, sag ich jetzt mal, kennt. Der hat damals 200.000 gekostet und ist dann wegen dem Ferrari E40, weil er ist der König. Er hat alles bestimmt, er war 2,2 Millionen wert und ist dann, dadurch war der Flügeltürer bis auf 800.000 Mark gestiegen. Und die Geschichte hat mich lang verfolgt. Ich habe also immer versucht, mir selber zu erarbeiten, habe 7 Stück gehandelt, wirklich von 2,2, ich habe einen gehabt für 2,2 Millionen. Natürlich voll finanziert gewesen von der Bank, so muss es auch sein. Und dann habe ich also verschiedene gekauft und den letzten, der steht oben, den habe ich für 300.000 Mark gekauft. Und dann war da ganz lange Zeit, wo der Preis praktisch immer unten war, aber ich habe nie verkauft. Also wichtig ist, das ist halt auch die Liebe, ist der Unterschied, wenn Sie Aktien haben, die können Sie nicht so richtig lieben. Aber Auto kann man ja lieben und kann es fahren und das habe ich auch richtig gemacht und dadurch. Und jetzt ist er wieder eigentlich da, wo er war, obwohl ich nicht so bezahlt habe, Gott sei Dank. Ich habe viele Freunde, die haben einmal viel bezahlt, die sind nicht so glücklich. Aber jetzt, wenn sie gewartet hätten, jetzt ist er wieder bei 2,2 Millionen Mark, sprich 1,1 Millionen Euro. Und ich habe immer die Devise als Händler, man muss immer zwei haben. Mit dem haben wir einen zweiten da und der ist jetzt auch zu verkaufen. Und es ist jetzt wieder ganz speziell, man muss immer schauen auf Sondermodelle, spezielle Modelle, die es selten gibt. Wenig Besitzer, der ist aus eigentlich erster Hand. Nur vorher hat es vorher Italiener gehabt, weil du hast das Auto ja nicht bekommen. Du hast ja irgendjemanden gehabt, um den Erstauslieferung hast du nicht bekommen. Und der hat ein bisschen, also hat einen Le Mans-Umbau, es gibt nur drei Stück auf der Welt. Und dadurch ist er halt so selten und so besonders. Aber wir wollen nicht nur bei den teuren Autos sein, sondern auch für jemanden, der anfängt und sagt, jetzt möchte ich mal anfangen. Zu mir kommen sehr viele Leute und sagen, ja, mit deinen ganzen Autos, das kann ich mir nicht leisten. Und dem habe ich ja meine Motorräder. Und ich habe ja einen Haufen BMWs, ich habe mittlerweile 6, ich habe jetzt alle zusammengetragen, wir machen jetzt eine große Sonderausstellung, 56 BMW, die ich in meiner Studienzeit gesammelt habe und auch, ich sammle ja immer noch weiter und verkaufe es auch wieder. Nicht, weil ich sage, mir wird alles verkauft, gell? Ganz wichtig. Aber eine schöne BMW, wenn ich da hinten stehe, gibt es schon für 5.000 Mark.
Das ist unterste, sage ich mal, top mit TÜV fahrbereit, 7.000 Mark. Das ist ja kein Geld. 7.000 Mark, Entschuldigung, 7.000 Euro. Und das war ich in der Vergangenheit kurz. Ich habe noch eine, die habe ich 1.200 Mark bezahlt. Aber wenn man sich sowas in die Garage stellt, so eine schöne schwarze BMW, nur zudeckt, wenn jemand kommt, ausschauen wir, oder ins Wohnzimmer natürlich, dann ist das halt wirklich was Besonderes und du kannst kein Geld verlieren. Du kannst, ich mache auch hier einen Rückkauf. Also ich sage immer, wenn es wirklich angetoppt, in 5 Jahren kaufe ich es eigentlich wieder für das gleiche Geld ab. Und jetzt ist halt eine schöne Geschichte. Na gut, am Wochenende war ich in Friedrichshafen auf der Oldtimer-Messe. Ich bin natürlich auf jeder Messe. Ich war jetzt in Paris, ich war in Stuttgart, ich war in Essen. Nummer 1 ist immer noch Essen auf der Welt. Eines der verrücktesten ist in Paris. Und jetzt war ich in Friedrichshafen. Das ist eigentlich der schönste, nicht zum Verkaufen unbedingt, aber weil da die Schwaben nichts ausgeben. Aber zum Spaß haben ist es am schönsten in Friedrichshafen. Und ich habe also nichts verkauft, aber ich war mit 40 und habe ein Motorrad gekauft, die dahinter steht, diese rote. Und da war Stand, das ist eine Montesa, ganz ein seltenes Motorrad. Also aus Spanien kennen die wenigsten. Und das Motorrad ist jetzt, ich sage ja nicht, was ich eingekauft habe, aber ich sage es nur, am Verkaufspreis ist zu verkaufen für 3.900 Euro. Mit VW-Fahrpapiere kann man also Oldtimer-Rennen fahren. Also man muss nicht immer nur sehr viel Geld ausgeben. Und die haben wir jetzt aus meinem Museum, viele wissen, ich habe ja schon als Student gesammelt, ich habe noch ein altes Museum in meiner alten Mühle im Altmühltal. Und die haben wir halt geholt. Das war, als Student habe ich die gekauft in Eichstätt. Das war alles original, unberührt, so wie es ja, für 800 Mark. Hinten können Sie einmal das Nummernschild anschauen, da ist ein roter Haken, das habe ich mir von den Leuten erzählen lassen, in der Hitlerzeit, das war 1938, wenn du einen roten Haken hast gehabt, dann hast du am Wochenende erfahren dürfen. Ja, also mit Hitler habe ich nichts zu tun, den ganzen Mann will ich nicht, aber die Geschichte einfach, das ist die letzte 250er Formkrieg. In der Schule habe ich das nie gelernt, aber ich habe über meine Motorräder habe ich eigentlich erst mal gelernt, wann der Krieg war und wie der aufgehört hat und was da alles passiert ist. Das war die letzte von 1938 und das ist die R24, das ist die erste nach dem Krieg. Das ist das erste Motorrad, was ich selber komplett zerlegt habe und selber restauriert habe. Man sieht es an den Streifen, die lösen sich schon auf, ist ja schon ein bisschen, auch schon wieder 30 Jahre her. Aber ich habe es selber gemacht und das ist halt einfach das Schöne. Und jetzt hast du was und es hat jetzt einen Wert zwischen, sag jetzt mal, 6.000 und 12.000 Euro. Die einen wollen lieber das perfekt restaurieren, die anderen momentan ist der Trend dazu zu der absoluten Originalpatina. Was natürlich ein Wahnsinn ist. Die hat eine Delle im rechten Tank, die würde ich ja nie restaurieren. Aber nochmal abschließend, jetzt kommen die anderen Referenten, ich soll ja nicht so lange reden, weil sonst erzähle ich natürlich stundenlang von den Fahrzeugen. Das kann ich ja nachher nochmal bei einer Führung machen. Aber wichtig ist, also als Anlage auf jeden Fall super Oldtimer, man kann fahren, aber wichtig, suchen Sie das, was Sie lieben. Nicht einfach was kaufen, wo man sagt, ja, das hat der andere gesagt, sondern Sie müssen das lieben und erleben. Also selber fahren, genießen. Also ich fahre momentan den weißen 944er Porsche. Meine Kinder haben ihn noch nie gefahren, die sagen, was will ich mit dem Auto? Das war halt mein Traum damals, ich habe ihn nicht bekommen von meinem Vater. Hat damals 40.000 Mark gekostet. Den habe ich gekauft vor 4 Jahren für 8.000 in Stuttgart. Jetzt haben wir eine große Fahrt gemacht, der funktioniert, der lebt. Also mir gefällt er besser als irgendein neues Auto. Du kannst nichts verlieren. Du musst auch nicht immer gleich reich werden. Man muss ja nicht gleich über die meisten wollen natürlich heute die Jungen gleich in einem halben Jahr reich werden. Nehmt euch die Zeit und die Liebe und es wird auf jeden Fall, du kannst nichts verlieren. Ist ja auch schon mal nichts verloren. Das Geld auf der Bank liegt da nur rum. Einfach einkaufen, Spaß haben und genießen, okay? Also darf ich als Nächsten bitte bitten, die Nase zu bekommen.